Ich wollte nur sagen, dass wir eigentlich fertig sind. Was heißt eigentlich? Das ist ein komisches deutsches Wort. Wir druckten damit mit unserer poetischen Lesung hier am Mittelstreifen vor der russischen Botschaft unsere sehr nachhaltige und uns insgesamt zur Verfügung stehende Solidarität mit Maria Aljochina aus und hoffen sehr, dass sie heute freikommt, dank des Einsatzes von vielen Menschen international. Und sie hat betont, dass sie ausdrücklich wünscht, dass die internationale Solidarität passiert. Und wir wurden Zeugen derselbigen hier um 10 Uhr morgens vor der russischen Botschaft bei äußerst kaltem Wetter und sind froh, dass die Vertreter der Grünen hier gewesen sind und dass die bolschewistische Kurkapelle hier gewesen ist, dass die Moskauer Aktivisten uns unterstützt haben, obwohl es in Russland sehr kalt ist und sie hier nicht auch noch zusätzlich frieren müssten, aber das haben sie getan. Vielen herzlichen Dank für das Kommen an alle und Zuschauern im Netz. Ja, ich sag besonders dann besonders für Jörg. Ciao. Vielen Dank. Ja, Leute, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt hier. Ihr kennt den allgemeinen obligaten Aufruf. Diese Sendung wird und zukünftige Sendungen werden durch Spenden ermöglicht. Das Spendenkonto habt ihr bei uns auf dem Blog bei Castor TV. Ansonsten noch immer gerne vor Ort hier was in den Koffer. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, informiert euch, solidarisiert euch. Ja, und bis zum nächsten Mal dann am Samstag. Tschüss.